Es ist so Kinderserien, das ist, da hört man die Melodie einfach und weiß, die ist es. Die war cool, die war scheiße oder. Ja, wenn sie scheiße war, weiß man das Lied ja meistens nicht. Das ist ja das Problem. Oder eigentlich nicht. Wenn es du aber gut fandest, dann kannst du das Lied, glaube ich, bis ins hohe Rentenalter immer noch mitsingen. Allein wenn ich an die Tom und Jerry Musik denke, was natürlich schade ist, dass dieses Jahr Udo Jürgens. War das Udo Jürgens? Nee, nicht Udo Jürgens. Oder war das Udo Jürgens? Der ist jedenfalls gestorben, der die Titelmusik gemacht hat. Finde ich ein bisschen traurig. War ein guter Musiker, ein sehr guter Musiker. Hatte jetzt noch nicht mal so das Alter, wo man sagen muss, ja, da ist aber jetzt nötig geworden, dass er jetzt ins Gras gebissen hat. Hört sich ein bisschen böse an, sollte es aber auch nicht klingen. Tut mir leid. Aber ihr versteht, glaube ich, was ich meine. So. Es wird schon langsam alles nass. Das ist super. Dann kann man ja auch bald pflanzen. Super. Aber es ist halt wirklich schade, dass er gestorben ist. Aber auch solche Leute müssen irgendwann mal gehen. So, mache ich mir mal 64. 64 ist eine gute Anzahl. Nein, was mache ich denn? So, die noch mal. Fertig. Und die dann auch noch mal so verteilen. Ach, wie viel werde ich denn brauchen? Ich nehme mir lieber mal ein paar mehr mit. Bevor, dass ich dann mit dem Ofenrohr ins Gebirge gucke. Weil ich hier zu wenig habe. Wie oft ich hier einfach nur am Weiterschalten bin immer. Ja, Wahnsinn. So, hey. So. Ein Zauntor hätte man eigentlich auch noch gebraucht. Eins zumindestens. Weil hier bräuchte man wirklich eins. Wir wollen ja doch irgendwann mal rein und rausgehen können. So zwischendurch mal. Nicht unbedingt. So verkehrt. So, nochmal. Immer diese Grashalme, die mich einfach bei meinem Bauprojekt stören. So, alles weg damit. Was mich hier gerade stört. Pflanzen wir das Feld hier heute noch. So sieht's aus. So, dann machen wir hier direkt den Eingang. Dann mache ich noch ein Zauntor. Ach Mensch. Ein Zauntor. Sup. Ist genau die umgedrehte Sache. Ich brauche ja nur eins. Das ist ja mein Glück. So. Die Zauntore heben sich halt kaum heraus. Gut, eine andere Farbe wäre vielleicht eine Möglichkeit gewesen. Aber ich bleibe beim bewährten Prinzip und mache mir einfach links und rechts eine Fackel hin. Dann weiß ich definitiv, dort ist der Eingang. Dann sieht man den auch vom Weiden. Dann kann man da schon mal grob anpeilen, wo man hinlaufen muss. Und dann zack, hat man's. Perfekt. Dann haben wir da schon mal alles umzäunt. Dann kann hier auch nichts drüber laufen, was hier nicht drüber darf. So ist der jetzt weggesprungen. Hallo, zu wenig Licht. Soll er sich woanders beschweren, der Grashalm? Muss ja auch nicht sein. Dass sich der denkt, ich führe jetzt ein Eigenleben. Ich hüpfe da jetzt mal weg. Weil ich's kann. Weil ich mir gedacht habe, ich mache das jetzt. Eieiei. So, überall kommt eine Feuchtigkeit hin. Ach, ich bin fertig. Oh, super. Eigentlich könnte ich noch ein bisschen Rasen mähen hier. Das mache ich auch mal. Vielleicht kriege ich auch noch ein paar Sämelchen zusammen. Wow, zwei bis jetzt. Gleich so viel. Ah, gut, zum Glück ist die Drop-Chance. Wow, nicht mehr so hoch. Mega Ruckler wieder. Das ist immer cool, wenn Mega Ruckler da ist. Und natürlich Teichrosenblätter müssen wir dann auch noch suchen. Dass wir keine nassen Füße bekommen. So. Ich könnte auch was anderes hinstellen, aber muss ja auch nicht immer.
was anderes sein. Alter, hier steht schon extrem viel Gras rum. Das muss sich ändern. Das werde ich auch noch hinbekommen, dass sich das hier ändert. Naja, das ist mir jetzt fast ein bisschen zu mühselig, dass ich hier den Samen zusammenkrare. So, jetzt mache ich aber erstmal meinen Vorgarten noch ein bisschen sauber von dem Zeug. Das war ein bisschen extrem langweilig. So, die letzten 16, 17 Grassamen kann man doch gleich wieder verpflanzen. Wieso springt der immer weg? Zu wenig Licht, ne? Dann kriegst du halt eine Lampe. Wenn du meinst, du hast zu wenig Licht, kriegst du von mir Licht. Und dann siehst du genug. Und 1, 4, ne. Also perfekt. Dann kann das irgendwann mal aus dem Boden rachen. Und dann können wir da, ne, das schon mal hernehmen. So, es wird eh schon wieder dunkel. Kann ich schon wieder nichts mehr machen. Ich könnte aber noch ein bisschen Zeug wegräumen. Ich muss ja nicht alle mitnehmen. Die Schere könnte ich eventuell noch brauchen. Also für die Teichrosenblätter. Glaube ich zumindest. Ja, da brauche ich definitiv eine Schere für. Aber da muss ich einen Dschungel in der Nähe finden. Ist natürlich blöd. So, dann kann ich ja meinen Wegpunkt wieder hier aktivieren. So. Heimat. An. Fertig. Fertig. So. Aber um ehrlich zu sein, hier sieht nichts dschungelig aus. Hier hinten ist Lava, wie man hier so sieht. Ist ja auch interessant. Naja. Wir könnten wirklich hinter das Haus gehen. Das könnte doch ein Dschungel sein. Es sieht ein bisschen so aus. Naja, wir werden sehen, wir werden sehen. Wir werden definitiv in diese Richtung gehen. Und dann mal gucken, was uns dort so erwartet. Das ist ja auch immer wieder schön, dass man in der Nähe neue Gegenden sieht. Und die einfach mal macht, ne? Mal angucken nochmal. So, fupp. So, ich guck mal kurz aufs Handy. Ja, Strom ist ziemlich wenig. Mega nur rum Handy, mega nur rum. Schon meine Entfernung in ein paar Metern. So, das geht ja alles. So, ich nehme das Schwertchen in die Hand. Da ich nicht weiß, was mich hier erwartet. Hier erwartet. So, ich bin gespannt, was hier auf der anderen Seite des Sees ist. Es ist auf jeden Fall kein Sumpf. Also in dem Wald steht ja wirklich jeder Baum, ne? Also wirklich alles. Nur Tannen fehlen. Oh Tannenbaum, wo grün sind deine Blätter? Also wo grün? Joa. Hä? Hier hatte ich doch ein seltsames... Ach, weiter die Küste entlang. Fertig. So. Mega Spolde. Eine Spolde tut sich auf. Vor mir, vor meinen Füßen. Die mir eventuell das Genick brechen. Meine Füße, die mir eventuell das Genick brechen. Ja, MG. Wird schon wieder. Nimm weiter deine Pillen und es geht dir besser. Hier ist auch gerade ein Baum verbrannt. Und hier brennt's. Ich hätte nicht in diese Gegend kommen dürfen. Das weiß ich jetzt. Da könnte ja früher oder später... Shit. Mein Wald auch noch abbrennen. Der ist weg. Au. Ich brenne. Aus. Jetzt muss ich mich hier als Feuerlöscher betätigen. So. Habe ich jetzt alles? Nee, das braucht noch. Perfekt. Hier hinten wird es ein bisschen schwieriger. Also nicht, dass sich der hier wirklich eine Schneise zu meinem Wald hier durchbrennt. Und früher oder später mir hier Probleme macht.
So, ich muss hier hoch. Ah, komm. Aus. Aus, aus, aus. Das wäre echt fatal. Da habe ich schon gehört, da sind ganze Server abgebrannt wegen sowas. Ach komm, weg damit. So, brennt's hier noch? Nö. Perfekt. Alle der Zweig genug weg von diesem Lavasee. Sieht schon so aus. Gut. Ich habe den Waldbrand gelöscht, der sich eventuell zu mir hätte ausbreiten können. Also ich bin stolz auf mich. Oh shit. Hier könnte ja alles Mögliche spawnen in dem Wald. So, ich brauche Teich Rosenblätter. Ich brauche Teich Rosenblätter. Ich brauche Teich Rosenblätter. Mensch. Hier aber auch keine. Hier wächst Zuckerrohr. Das ist ja auch schön. Ein Zuckerrohr. Ein Zuckerrohr. So ein bisschen die Gegend erkunden. Ach, ist das schön hier. So, wo ist meine Heimat? Meine Heimat, meine neue Heimat. Ich bin schon wieder 316 Meter weg. Alter. Aber hier in der Nähe kristallisiert sich heraus, dass es noch kein Sumpf ist. Oh, jetzt dachte ich, da ist ein Dorf. Aber ein anderes Bio. Ich werde munter ins Wasser springen, um diese neue Welt zu sehen. Die muss man einfach mal gesehen haben, würde ich sagen. So, ich bin ziemlich langsam unterwegs, also ein Indiz, das mich hungert. Das müssen wir mal fixen. So, hier ist auch nicht viel los. Ist hier kein Dschungel da? Das ist aber blöd. Ich will doch nur den Dschungel. Ist das denn schon viel verlangt? Da hinten sieht es ein bisschen so aus. Ja, ja, ja. Ja, zwei. Oh, da ist eine Teichrose. Blub, meine. So, ich brauche 8 Stück, glaube ich. 6 Stück brauche ich. So, wie viel haben wir? 4. 4 haben wir schon mal, dann brauchen wir noch 2. Dann haben wir ja ein Sumpfgebiet auch. Ist ja schön, dass wir sowas auch haben in unseren Gefilden. Darf ich direkt wieder zurücklaufen? Aber ganz konkret. So, komm schon. Man sieht eigentlich mein ganzes Gedöns eigentlich schon relativ schön aus. Könnte schlechter sein, auf jeden Fall. Also. Okay, da friert einfach mal das Bild ein. Wieso nicht? Ich dachte mir, jetzt ist Minecraft abgeschmiert. Oder der Server. Oder beides. Oder. Keine Ahnung. Könnte ja alles sein. So, hallo Häschen, hallo Hoppelhäschen. Ich mag die irgendwie voll. Das sieht so geil aus, wenn die wieder über die Wiese hoppeln. Die guten kleinen Häschen. In Zusammenarbeit mit den Schäferlein, die natürlich kein Wässerchen trüben können. Und ja, ich mag die Gegend. Habe ich aber jetzt die letzten paar Folgen schon öfters gesagt, aber ich mag's hier. Mal einfach wieder was anderes und das ist der Po der Welt. Der schreckt und scheint den Hintern hin. Der will einfach nur von hinten genommen werden. Verfluchte Axt des Chunksladen bringt meinen Rechner doch ziemlich ins Schwitzen. Muss ich einfach mal zugeben. Da sind meine 60 FPS einfach mal flöden. Von wenn ich so am Laufen bin. So. Jetzt kann ich ja den Wegpunkt auch schon wieder deaktivieren. Aus. Fertig. 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 So. Diese 1000-mal Klickerei da andauern. Da geht ja mal voll nicht. So. Ach, mit dem Feld so im Vordergrund. Sieht ja direkt schön aus. Muss ich direkt nochmal gucken, wie hier der Ding geht. Der Screenshot für ein paar Thumbnails. Das würde sich anbieten für die nächsten 100, ne?
für die nächsten 100 Thumbnails. Das ist ja doch eine sehr ereignisreiche Sache. So, und da kann man jetzt drüber laufen. Das ist natürlich schön. Das wollte ich. Genau so war das geplant, dass man hier so rüberlaufen kann, ohne irgendwie ins Wasser zu treten. Ja, passt. So, dann würde ich sagen, ich habe mein Soll für heute erfüllt. Ich werde heute nichts mehr weiteres machen, weil wenn ich irgendwas jetzt anfange, dann dauert es wieder exorbitant lange. Ich finde halt die Idee, die wir ja auch in den Kommentaren hatten, mit Spinnennetzen, wenn ich die mit der Schere abbaue, habe ich die im Ganzen, dass ich dann so ein kleines Rauchwölkchen auf dem Kamin mache. Eine sehr nice Idee, wird sicherlich umgesetzt und noch ein paar andere, das wollte ich schon mal angemerkt haben. Ja, und ich bedanke mich jetzt fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht, die heutige Folge oder die gestrige oder die letzten, ich schätze mal, 6 Folgen haben euch Spaß gemacht. Und ich hoffe, ihr seid morgen auch wieder da, wenn es heißt Minecraft. Und bis dahin, ciao!